und herzlich willkommen zurück zum dritten Tag im Herbst. Gestern haben wir ja nicht so viel produktiv-menschliches geschafft. Was ist hier los? Warum ist da eine Jojo-Tapete? Shane? Was hältst du von der Tapete, die ich ausgesucht habe? Nein? Puh, manchmal fühlt sich das Leben an wie langsame graue Verschwommenheit. Weißt du, was ich meine? Ja, als ich bei denen noch gearbeitet habe, da... Shane? Böser Shane. Leute, wir haben jetzt eine Jojo-Mark-Tapete und damit willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Why, Shane? Why? Why are you doing this to me? Also wenn euer Partner einfach mal so das Haus tapeziert, ohne euch vorher Bescheid zu geben, dann ist das keine gesunde Beziehung, Shane. Keine gesunde Beziehung. Quack. So, entschuldigen Sie, ich muss da mal durch Polizei, danke. Tut mir leid, aber ich kann das nur schwer akzeptieren, dass wir jetzt eine Jojo-Mark-Tapete haben. Wir müssen eine neue Tapete kaufen, ganz dringend. Ich weiß gar nicht, muss man denn ganz viel Tapete kaufen? Euch einmal Tapete kaufen? Wie ist denn das? Ich werde einfach mal eine kaufen und das mal ausprobieren. Und dann gucken wir mal, was denn da wirklich passiert. Und dann werde ich ja schon sehen, was abgeht. Ja, ne? Da wollte ich mich auch drum kümmern. Euch werde ich dann abbauen. Zack. Mal gucken, ob ich heute alles ein bisschen zeitiger hinbekomme. Ja, hier muss ich halt jetzt immer gießen. Da muss ich mir noch was Besseres überlegen, damit ich nicht jeden Tag gezwungen bin, hier so viel zu gießen. Und dann am Ende so fix und fertig bin, weil mein Charakter einfach... Also ich kann nicht mehr... Was ist denn da los? Was macht ihr denn da unten? Warum seid ihr so laut? Passiert da irgendwas Spannendes? Immer so laut? Ist da jemand? Tut da jemand was? Was ist los? So, euch müsste ich... Nicht... Genau, heute nicht. Heute nicht. Oh, da wächst alles nach. Sehr schön. Hier kann ich ein bisschen was holen. Ich möchte die Tiere auch eigentlich nicht so gerne einzäunen. Aber das werden wir bald machen müssen, weil sonst muss ich die jedes Mal suchen. Dreh ich durch. Alter. Puh, bleib mal stehen jetzt. Lass mich an dein Euter. Ja, lecker essen, ne? Ich muss hier nochmal ein bisschen... bisschen Heu holen. Zack. Oh, sie mal knuddeln, ne? Ja. Ich finde es so witzig, ich gucke ganz gerne Stardew Valley Videos, die so sagen, ey, hier und die Vorgehensweise ist voll gut und mach doch am Tag mal das und das. Und ich denke mir halt einfach, wann denn? Wann soll ich das dann machen? Wie machen die denn das? Und dann gibt es ganz viele Leute, die verdienen ihr ganzes Geld in Stardew Valley irgendwie nur mit Honig und machen halt auch irgendwie sonst den ganzen Tag da nichts, außer so ein bisschen rumjordeln. Ist ganz interessant, man muss sich dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen spezialisieren. Ist eine nette Idee, alles mit, ja, mit Honig und so zu verdienen. Dass man halt erstmal die Blumen aufsetzt und das war's dann. Also das ist eine Möglichkeit. Ich finde die Idee ganz nett, wäre aber, glaube ich, nichts für mich. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Kann ich hier schon irgendwas wieder ernten? Da kann ich was ernten. Die sind ja irgendwie sowieso gefühlt jeden Tag ready. Aber es scheint hier alles so zu funktionieren, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Zu viel Pokémon Snap. Pokémon Snap wollte ich ja auch mal wieder spielen. Oh, wir waren ewig nicht mehr hier in der Höhle oben. Ah, so viel ist jetzt nicht... Ja, aber Batman geht's anscheinend noch gut. Batman ist nur ein bisschen faul geworden. Aber hey. Ja, das Ganze dann noch wegsortieren, das ist dann auch wieder so ein Ding. Und schon ist dann halt einfach irgendwie gefühlt der halbe Tag rum. Dann möchte ich mal gucken, dass wir heute ein bisschen näher hinkriegen. Muss noch anpflanzen da unten. Das ist ja Gott sei Dank dann aber auch alles gegossen. Ich glaube, ich pflanze da Kürbisse an. Komplett. Das wird eine komplette Kürbisfarm. Weil ich der Meinung bin, dass es am meisten finanziell bringt. Puh, kurze Pause. Überlegen, was ich machen muss. Oh, stimmt ja. Wenn ich die aufpicke, dann sind die ja so richtig krass. Okay, kurze Pause. Also ich würde gerne heute den Pfad... Wow, Pfad. Ich kann auch nicht mehr reden. In diese Richtung ernten und Sachen sammeln. Wildpflaumen, das sollte ich auf jeden Fall auch. Ich würde gerne den Pfad hier in diese Richtung erkunden noch.
weil ihr mir geschrieben habt, dass es jetzt dort eventuell für mich weitergehen könnte. Ich bin mal sehr gespannt jetzt. Ich habe jedenfalls Haselnüsse dabei. Ich kann mich verteidigen. Ah, und jetzt soll ich in die andere Richtung gehen wahrscheinlich. Weil die Richtung ist es nicht. Honey? Ja? Du kochst dir doch auch immer Kaffee? Ja. Warum benutzt du den dann nie? Ich gehe gerne langsam von A nach B, weil das ist so schön entspannend. Okay, anscheinend ist da gar nichts. Aber ihr habt mir geschrieben, ich soll mal das machen. Laufst in den Tunnel rein und schau nach, was dich da erwartet. Ist irgendwie nicht so... Anscheinend fehlt mir dafür noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann würde ich gerne wirklich unten dieses Teil dort... Ach, wir müssen erst noch... Ich kauf Kürbissaat. Dann baller ich die da unten voll rein. Mal schauen, wie ertragsreich die Ernte dieses Jahr wird. Wobei Mittwoch ist doch Ruhetag dort, nicht wahr? Hi, Caroline! Hallo, hast du auf deinem Hof alles, was du brauchst? Falls nicht, können wir dir vielleicht auch helfen. Ja, aber nein, Vielfalt an nützlichen Gegenständen. Ich habe eine Orange für dich, bitte. Ach du meine Jüte, bist du sicher? Yep, ich glaube, die haben heute Ruhetag. Mittwoch ist Ruhetag. Alles klar, war so klar. Kürbis, das kann ich noch machen, aber nur aus meinen ganz guten Kürbissen, weil ich die mir Abigail geschenkt habe, die nicht so guten Kürbisse. Möchte ich dann eher ungerne machen. Dann liegt das Feld bis morgen noch brach. Brache, genau. Dann ist das jetzt einfach so. Ja, ihr kommt noch dran, wenn ich wieder genügend Geld habe. Oh, Random Honey. Wildhonig. Der gute Wildhonig. Na, dann räume ich mal schnell auf jetzt. Oh, ich habe hier auch noch nicht gegossen. Ich gehe mal schnell aufräumen, Leute. So, alles sortiert. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass alles, was an Bäumen hängt, das müssten ja Aprikosen ja nun mal auch sein, kommt jetzt einfach in die, in Anführungsstrichen, Winterkiste, die wir ja auch so sonst gar nicht nutzen und so. Dementsprechend, ja, ne? Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, in Richtung der Kanalisation zu gehen, ohne irgendwas Spezielles dabei zu haben. Ich habe nichts zu essen dabei. Gut, ich kann den Käse und die Haselnuss sonst hinterpfeifen, wenn es sein muss. Oh, Vögelchen! Chirp, chirp, chirp! Ja, ich bin leicht zu beeindrucken, ich weiß. Aber ja, endlich mal wieder was Neues. Themen übrigens dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, gerne auch aktuelle Themen, da ich jetzt ja nicht so viel am Stück aufnehme. Für diese Woche kann ich auch auf aktuelle Dinge sofort eingehen, wenn es euch interessiert. Du schließt die Kanalluke mit dem rostigen Schlüssel auf. Oh mein Gott, ist das widerlich. Aber super interessant. Statue der Unsicherheit. Die Statue hilft dir, deinen Beruf zu ändern. Oh, alles klar, spannend. Wie kann man noch hochklettern? Hier ist... ein komischer Typ. Hi, was geht? Ein menschlicher Besucher, das ist wirklich ungewöhnlich. Ich bin Krobus, ein Verkäufer seltener exotischer Waren. Ich finde hier Dinge und verkaufe sie. Willst du irgendwas kaufen? Alter, Butterbar, Schattenei, Solaressenz, Zeichen des Gefäßes. Monsterkamin. Eine Sternenfrucht, ganz schön teuer. Kristallbodenrezept, unheimliche Statue-Rezept. Zepter der Rückkehr, der goldene Griff bebt mit unbändiger Macht. Halte dieses Zepter zum Himmel, um auf Wunsch nach Hause zurückzukehren. Ja, dass das so teuer ist, kann ich mir vorstellen, aber unglaublich praktisch. Oh, Kristallboden kann man ja mal lernen. Dankeschön, auf Wiedersehen, komisches, kleines, schwarzes, unheimliches Männchen, das mir Angst macht. Ob ich hier angeln kann, wäre ein bisschen widerlich. Und wo geht's hier hin? Ach Mensch, hätte ich hier immer schon hingehen können und wusste es nicht? Interessant. Aua, gegen den Baum gelaufen. Hi Harvey. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Und denk dran, dir danach die Hände zu waschen. Okay. Mach ich. Hilft? Bedingt. Oh, ist alles so schön lila. Hübsch aus. Der Venusmopfel. Wir mal wieder am Strand ein paar Sachen sammeln. Würmer, ich habe vorhin auch schon welche übersehen, meine ich.
Nichts Spannendes. Und, wie sieht's hier aus? Ist so jemand zu Hause? Okay, dann nicht. Wir haben jetzt den Season Mod auch nicht mehr aktiv. Eventuell sehen jetzt hier Dinge auch anders aus. Ich bin das ja nur mit Season Mod gewöhnt, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, ohne Mod zu spielen. Die Gestaltung der Häuser sieht halt jetzt ein bisschen anders aus, weil ich da ja noch... Mann, jetzt auch nochmal in die Richtung. Weil ich da ja noch ein paar Modifikationen tatsächlich drin habe. Die gefallen mir aber nicht so gut, weil sie nicht so gut in den Herbst passen, weil die ja grün sind. Die sehen doch dann im Winter auch grün aus. Das ist eigentlich gar nicht so hübsch. Ich werde da wohl mal wieder ein paar Modifikationen überschreiben, mal schauen. Hat jemand gesehen? Nein. Hallo Bürgermeister. Jeden Mittwoch gönne ich mir Buchweizenwaffeln und Kaffee zum Frühstück. Es ist eine kleine Tradition, um das Junggesellenleben interessant zu halten. Red mal mit Marnie. Ich glaube, das mit dem Junggesellenleben könntest du ändern. Hi Alex. Hey, kann ich dich etwas fragen? Ich habe heute zu viel Haargel benutzt. Das tut ein wenig weh. Berühr's nicht. Was? Was? Was hat er gesagt? Magst du Honig? Jeder mag Honig. Das ist cool, danke. Bitteschön. Gerne Müll wühlen. Aber er guckt mir dann dabei zu und das möchte ich nicht. Gut, ich habe jetzt hier nicht viel sammeln können. War nicht so spannend aus. Hi Jody, ich wünschte, ich könnte mehr Zeit draußen verbringen, aber es gibt so viel Arbeit zu erledigen. Feel you. Ich trage neuerdings Gummihandschuhe, um meine Hände weich zu halten. Je älter du wirst, desto mehr musst du dich um deine Gesundheit kümmern. Oh ja, wirklich. Ciao. Warte, ich habe auch Honig für dich. Der frisch geernteter Honig. Danke dir, das versüßt mir meinen Tag wortwörtlich, weil es ja Honig ist. Ja, ich wäre jetzt auch gegangen bei dem Witz. Oh, da kommt Pam. Ob Pam sich auch über Honig freut? Da hast du echt was Gutes geleistet, Kindchen, danke. Ich werde heute Abend wohl ein Fertiggericht in die Mikrowelle schieben. Ist ein Honigbrot. Ich habe ein gutes Honigbrot. Ich wollte auch im Gemeindezentrum mal vorbeigucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Weil mit dem Patch gab es ja jetzt ganz viel Spannendes. Das würde mich interessieren, ob es da auch was Neues gibt. Muss ja erstmal alles ausprobieren, ne? Oh, es sieht so schön aus hier. So. Also, da haben wir schon ordentlich was gefüllt. Hier ist es richtig schön bunt. Sieht richtig gut aus. Die Junimos. Richtig happy. Hier muss ich noch eine ganze Menge machen. Ich glaube, wir können jetzt hier eine ganze Menge erledigen. Spiegelei kann ich herstellen. Trüffel bekomme ich hoffentlich bald, wenn meine Schweine cool sind. Strauß fahren weiß ich nicht. Muss ich gucken. Drei Äpfel sollte ich jetzt zusammen haben. Kaulbarsch und gefrorene Geode muss ich noch gucken, wo ich die herkriege. Hasenpfote habe ich bekommen und Granatapfel habe ich auch. Das kriege ich also hin. Das ist also machbar. Alles klar. Fischen muss ich dann auch noch wie blöde. Aber dann hätten wir das Gemeindezentrum bald fertiggestellt, was halt sehr spannend wäre. Ich habe mir ja extra damit ein bisschen Zeit gelassen. Muss ich ja gestehen. Ich habe mir absichtlich ein bisschen Zeit damit gelassen. So, Schilderblumentöpfe haben wir gemacht. Ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Ich bin dann sehr gespannt, was ihr auch in die Kommentare schreibt. Denn die Leute werden ja Stück für Stück alles Mögliche herausfinden. Ansonsten ist der Multiplayer ja der große Shit. Und viele kleinere Anpassungen gibt es wohl auch. Ja, und das ist mir halt hier zu bunt, ne? Wenn es davon eine Winter- und eine Herbstversion gibt, dann installiere ich mir die. Dann geht das klar. Ich würde auch gerne mal sehen, was diese Dinge hier bringen, wenn man sie in so hoher Qualität verkauft. Nö, jetzt nur mal so. Muss man ja auch mal wissen jetzt, ne? Wird ja spannend sein. Ja, und dann muss ich auch mal gucken, was ich alles verkaufen kann eventuell. Hi, Shane. Puh, ich wünschte, ich wäre 15 cm größer und viel schlauer. Du magst mich so, wie ich bin. Ja, ich weiß. Ich sag das nur immer wieder, weil Dinge und du weißt und ich und... Na? So ist er halt. Ich sollte mir Kaffee machen. Hatte ich nicht noch Kaffee da irgendwo bei? Nein. Nein? Nein. Mit der Scherbe sollte ich irgendwas tun. Deswegen nehme ich die jetzt mit. Dann mache ich mir jetzt einfach noch Kaffee. Beziehungsweise ich nehme halt jetzt hier die Dinger mal mit, weil die will ich ja eh abbauen. Und dort dann das Ding da hinsetzen, die nächste Scheune. Da muss ich das auch abbauen, damit das nicht irgendwie wieder sagt so, ja, ich habe aber keinen Platz. Und dann machen wir jetzt hier aktuell erstmal eine Kaffeefarm draus. Dann ist es halt so, dann ist es jetzt gleich meine Kaffeefarm.
passiert, kann ich morgen wieder voll auf Koffein durch die Gegend wuseln und gehe allen Leuten richtig derbe auf den Sack. Wie in der Realität, wenn ich mal wieder Koffein zu mir nehmen durfte. Selten, dass ich das kann. Selten, dass es meinem Magen gut genug geht dafür. Ich schätze mal, das liegt auch an jahrelangem Koffeinmissbrauch. Nee, ich habe halt einfach... Das ist halt... Das geht halt gar nicht. Ach, Shane! Joja mag Tapete. Müssen wir dringend was ändern. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Herstellung? Wie ist das denn mit den Rezept für Böden oder sowas? Da, Kristallboden. Leg ihn auf den Boden, um Wege zu schaffen und den Boden zu verschönern. Genau, solche, wenn man diese Rezepte genannt hat, dann landet das alles hier. Regentotem. Erhöht die Regenwahrscheinlichkeit am nächsten Tag stark. Oh, Trüffelöl braucht man dafür. Ja, Trüffel haben wir nicht. Mhm. Ums Angeln wollte ich mich auch mal wieder kümmern. Blumenfass. Blumen, die in den Eichfass gepflanzt werden, blühen im Frühling und Sommer. Also müssten wir da spezielle Blumen reinpflanzen, damit wir das auch haben. Hat nicht so wichtig. Ja, das ist ganz schön teuer, das Bienenhaus. Aber davon mehr zu haben, wäre, glaube ich, auch ganz schön lukrativ. Ah, Kätzchen pennt. So, hier blubbert der Kaffee. Ich würde jetzt noch mal warten, bis eine Riege Kaffee fertig. Wobei, ich habe eh nicht mehr genügend Kaffee. Wir gehen jetzt immer früher ins Bett, weil so unglaublich viel zu tun ist und so unglaublich viel los war. Schau ich mal. Hoffentlich, dass wir ein bisschen Ordnung reinkriegen. Ordnung. Ordnung und Struktur. Ich liebe Ordnung und Struktur. Die Parts sind dann halt auch nicht so lang, wenn wir nicht so viele einzelne Aufgaben haben. Ich möchte gerne mehr Cutscenes. Wir müssten mit so vielen Leuten noch Cutscenes haben. Ich glaube, ich habe so viel vergessen und übersehen. Das Problem ist, das Quatschen beim Let's Playen ist manchmal so hinderlich, alles zu schaffen, Leute. Hä? So viel zu tun noch. Und morgen müssen wir noch ein Feld bestellen mit Kibbis.